Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute gibt es ein paar Back-to-School-Ideen für euch. Für einige von euch haben die Ferien gerade erst angefangen, für andere sind sie leider schon wieder vorbei und es geht zurück in die Schule. Und ja, hier kommen jetzt ein paar Ideen genau dafür. Für diese niedliche Mini-Schultüte benutze ich hier einmal so ein Stückchen Bastelpappe. Das hat einmal eine Seitenlänge von 15 cm, die andere Seite ist noch ein bisschen länger. Aber da markiere ich mir gleich mit meinem Lineal hier auch einmal 15 cm. Dafür habe ich hier den Bleistift und die beiden Punkte verbinde ich dann hier einmal mit der Form meines Tellers in einem Bogen. Dann habe ich hier noch eine Serviette, die ist passend dazu richtig cool bedruckt mit Ananas, Flamingos und kleinen Ananas. Und mit dem doppelseitigen Basteltape hier klebe ich alles zusammen und los geht's. Und den Bogen schneide ich jetzt einmal aus. Das lässt sich jetzt zusammenrollen. Ihr seht schon, wie die Form entsteht. Aber vorher klebe ich noch die Serviette hinein. So sieht es jetzt schon mal von außen aus. Und ein weiteres Stück Tape. Kommt hier einmal nach innen. Und so fantastisch sieht dann die wirklich super coole Wassermelonen-Mini-Schultüte aus. Ich bastel heute ein sommerliches Notizbuch. Ihr braucht weißes, etwas dickeres Papier, einen roten, einen grünen und einen schwarzen Stift. Ich habe jetzt mal zwei grüne Stifte, ich werde ein bisschen variieren mit den Farben. Eine Schere, einen Zirkel, einen Schlüsselring und ihr braucht auf jeden Fall einen Locher. Als erstes malt ihr euch mit dem Zirkel auf euer Papier Kreise. Und das könnt ihr natürlich beliebig viel machen, je nachdem, wie viele Seiten euer Notizbuch dann bekommen soll. So, alle Kreise sind ausgeschnitten und jetzt könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr eine komplette Wassermelone von der Seite oder vielleicht eine halbe Wassermelone. Ich werde eine halbe Wassermelone haben bei meinem Notizbuch, deswegen klappe ich einmal jeden Kreis in der Mitte zusammen. Jetzt lege ich alle Kanten aufeinander. Und gut festhalten, damit das Loch, was ich jetzt mit dem Locher machen werde, auch genau an der richtigen Stelle ist. So, perfekt. Da kommt gleich mein Schlüsselring durch. Aber als erstes werde ich jetzt die obere Seite hier als Wassermelone gestalten. Und wenig später ist mein sommerliches, frisches Notizbuch im Wassermelonen-Look fertig. Es fehlt nur noch der Ring. Den führe ich jetzt einfach einmal hier durch meine Löcher durch und drücke den zusammen. Und dann habe ich ein schönes kleines Notizbuch. Ich zeige euch heute eine super einfache und ganz schnelle Methode, wie ihr Hefte, wie zum Beispiel Hausaufgabenhefte, ganz einfach umdekorieren könnt. Dafür habe ich hier dieses kleine Hausaufgabenheft, das ist DIN A6, dann ein bisschen Pappe und die hat ein super cooles Muster mit Eis und Cupcakes und Donuts drauf und ein paar Streuseln. Zusätzlich gibt es bei mir noch einen richtig niedlichen Giraffensticker
Und ich habe hier noch ein paar weitere Sticker mit zum Beispiel Homework drauf oder To Do und hier noch ein paar Blümchen. Und dann kann es auch schon losgehen. Und zwar habe ich die Pappe hier schon einmal in der Mitte ganz einfach vorgefaltet. Und so klebe ich es jetzt auch fest. Wenn der Kleber dann gut getrocknet ist, öffne ich das Buch einmal und schlage hier die überstehende Pappe nach innen hinein und dort dann auch einmal gut festkleben. Hier genauso. Und damit ist das Heft schon mal richtig gut eingeschlagen. Es muss jetzt wieder einen Moment trocknen. Dazu kommt dann natürlich noch der Giraffensticker. Und wenn ihr wollt, natürlich noch ein paar weitere. So sieht dann das fertige, total niedliche Hausaufgabenheft aus. Ich bastel ein kleines, kuscheliges Notizbuch aus weichem Stoff. Das kann man auch mal streicheln und da hat man auch Platz, um sich Sachen aufzuschreiben. Ihr braucht schönen, kuscheligen Stoff. Wackelaugen, eine etwas festere Pappe, da habe ich so einen Hinterteil von einem Notizblock und ihr braucht Papier und da habe ich einfach von so einem großen Würfelblock ein paar Seiten abgerissen und ich finde, das ist dann schon ein ganz schönes Notizbuch, ist auch eine gute Größe. Ich habe noch eine Schere und natürlich Klebstoff. Also das soll ja der Umschlag werden von dem kleinen Notizbuch. Und deswegen lege ich das Ganze jetzt erstmal hier so drauf. So, hier habe ich das Ganze jetzt einmal umrahmt und hier knicke ich das dann. Und am besten schneidet man sich das dann erstmal an der einen Seite zurecht. Ja, das passt doch jetzt sehr schön hier rein. Guckt noch ein bisschen raus, aber wenn ich gleich noch Plüsch hier rundherum mache, ich denke, dann passt das ganz gut. Und hier ist jetzt diese Kante, wo die Blätter noch zusammenhängen, da wo die auf meinem anderen Block drauf waren. Und diese Kante klebe ich jetzt hier in das Notizbuch rein. Das Ganze einmal gut antrocknen lassen. Und während das hier trocknet, kann ich mir ja schon mal meinen Stoff zurechtschneiden. Das mache ich jetzt eigentlich so ähnlich wie mit der Pappe, nur dass ich noch überall einen Rand lasse, den ich dann noch so umknicken kann. So, das hält schon mal ganz gut. Und jetzt geht's los hier mit meinem flauschigen Stoff. Ich fange am besten mal hier vorne an, auf der Titelseite und da trage ich überall Klebstoff auf und das klebe ich jetzt an dem Stoff hier fest. Also die flauschige Seite liegt jetzt unten und ich lasse natürlich hier ein bisschen einen Rand und da lege ich das Ganze drauf. Dann kommt hier überall Klebstoff drauf. Da klebe ich das drauf. Gut, dann trage ich hier Klebstoff auf. Klappe als erstes die beiden Seiten rein. Das ist jetzt richtig schön dick und knautschig geworden, richtig schön kuschelig. Fehlen natürlich jetzt noch meine Augen, die ich hier extra habe. Man kann es natürlich auch so lassen, wie man möchte. Aber ich finde es jetzt mit den Augen echt noch ganz witzig. Und ich habe schon Klebstoff an den Fingern, aber die Augen werde ich hier noch mit aufkleben. So. Ich zeige euch heute eine ganz einfache und ganz schnell gemachte Aufbewahrungsbox. Die seht ihr hier schon mal. Ihr braucht dafür als Grundlage einfach nur ein quadratisches Stück Papier. Ihr startet damit, dass ihr einmal die bunte Seite nach unten legt und dann einmal Spitze auf Spitze faltet. Wieder öffnen und die andere Spitze auf die andere Spitze. Wieder öffnen. Und dann einmal komplett umdrehen und jetzt die Seiten aufeinander. Öffnen und jetzt könnt ihr es so zusammenlegen, dass ihr hier die Seiten einmal nach innen hineinschiebt. Seht ihr hier? Ich habe jetzt ein großes Dreieck und ich drehe die Spitze zu mir und falte sie einmal nach oben hoch. Und dann habe ich hier eine Faltlinie und jetzt nehme ich wieder die Spitze und falte sie bis zu der Linie.
auch wieder öffnen und ich habe hier eine zweite Linie. Und ich kann jetzt hier dieses Flügelchen nehmen und rüber falten. Und ich falte es hier gerade und hier genauso weit bis zu dem Knick hier unten. Und ich nehme jetzt die gegenüberliegende Seite. Hier gibt es auch so ein Flügelchen. Und das falte ich genauso rüber. Und ihr seht, hier geht es ein bisschen rüber. Und den Teil nehme ich jetzt und falte ihn hier an die Seite zurück. Hier hochfalten. Und jetzt steht die Spitze hier oben ab. Die verstecke ich jetzt hier innen drin. So sieht es momentan von oben aus. Die wird rüber gefaltet und hier kommt sie hinein. Und auch gut festdrücken. Und damit bin ich mit der ersten Seite schon mal fertig. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal an der anderen Seite. Dort funktioniert es nämlich ganz genauso. Aber jetzt habe ich natürlich noch keine Box und hier unten eine Spitze. Ich gehe jetzt mit meinem Finger hier oben hinein, da gibt es nämlich eine Öffnung, und drücke die Seiten nach außen. Und ganz schnell entsteht dann eine Box. Ich bastel heute eine Karte zum Schulstart, eine Einschulungskarte. Ich habe hier ein buntes DIN A4 Papier, ein Stückchen Moosgummi, Krepppapier, Glitzerkleber in Pink und in Blau, Alleskleber und eine Schere. Als erstes falte ich aus meinem Blatt Papier eine Karte. Dann schneide ich mir aus diesem Moosgummi jetzt eine Schultüte aus. So. Und die mache ich so seitlich drauf, damit ich hier oben das Krepppapier noch schön dran machen kann. Die klebe ich als erstes jetzt mal an mit Alleskleber. Währenddessen kann ich hier aus dem Krepppapier schon mal für mich ein kleines Papier für hier oben formen. Alles ein bisschen andrücken. Jetzt brauche ich nur noch die Schultüte ein bisschen mit Glitzer verzieren. Außerdem habe ich hier noch so Sticker mit Buchstaben. Ich finde, das passt auch noch ganz gut. Das A ist leider jetzt nicht mehr da, aber ich werde einfach ein paar Buchstaben hier durcheinander hinkleben. Und so schnell hat man eine schöne und einfache Karte für den Schulstart fertig, eine Einschulungskarte.
heute gibt es ein Lesezeichen für euch. Das seht ihr hier schon. Das ist ein kleines Bärchen und das ist super einfach selber zu falten. Ich zeige es euch mal ganz. So ist es hier im Einsatz. Und ich kann jetzt einfach hier rüber blättern. Und dann seht ihr das Bärchen ganz. Das sitzt hier oben auf der Seite drauf. Und wenn die Seite zugeschlagen ist, sieht man hier oben nur die Augen so rausschauen. Und so sieht man dann das ganze Bärchen, wenn man auf die Seite geblättert hat. So, ihr braucht dafür entweder zwei kleine Wackelaugen. Dann braucht ihr natürlich ein Stück Papier, ein quadratisches. Und den falte ich jetzt einmal hier Spitze auf Spitze. Und das Dreieck halbiere ich jetzt nochmal. Ich öffne es jetzt wieder. Und lege es so hin, dass die Spitze hier des Dreiecks nach oben zeigt. Und falte einmal die beiden Seiten nach oben zu. Dann drehe ich es wieder um und falte jetzt hier die Seiten nach oben hoch. Und zwar so, dass sie hier oben ein bisschen überstehen. Das werden die Öhrchen. Und die falte ich jetzt hier wieder ein Stückchen runter. So sieht es von vorne aus. Das sind jetzt die Öhrchen dieses Mal. Und hier diese Spitze falte ich auch einmal runter. Dann einmal umdrehen. Hier habe ich jetzt schon die grundsätzliche Kopfform. Und jetzt muss natürlich hier noch der Kopf ein bisschen zum Kinn bekommen. Und zudrücken. Jetzt ist das Ganze hier doppelt. Und die vordere Schicht nehme ich und falte sie nach hinten. Dann kann ich hier nämlich die Buchseite hineingeben. Und hier dieses Näschen, was ich jetzt gefaltet habe, schlage ich hier noch so ein kleines bisschen um. So. Und hier wieder nach oben zufalten. Damit bin ich mit dem Falten schon fertig. Ich male jetzt hier noch eine kleine Nase auf, so einen kleinen Punkt. Und ja, bei mir kommen jetzt noch die Augen dazu. Man kann das natürlich auch noch farblich gestalten. Und da hat mein Bärchen jetzt auch seine beiden Äuglein und ist auch fertig. Ich werde heute eine ziemlich coole Deko selber basteln. Also das ist ganz einfach, das könnt ihr für euer Zimmer basteln. Dafür habe ich hier einen Pappbecher. Ich habe hier Klebefolie und zwar ist das Kreideklebefolie, also Tafelklebefolie. Da kann man drauf schreiben. Und ich habe noch dieses Holotape in Pink, passend dazu. Und ich habe diese super niedlichen kleinen Flamingos. Und ihr seht vielleicht schon, hier liegen überall kleine Glitzersteinchen. Die habe ich nämlich alle hier reingefüllt, um einfach ein Füllmaterial hier in meinem Becher zu haben. Man kann da aber auch Sand reinfüllen oder Perlen oder was auch immer ihr habt, damit das ein bisschen schwerer ist, dass das steht. Und damit man hier dann ohne Probleme die kleinen Flamingos reinsetzen kann. Am besten holt ihr das Füllmaterial hier nochmal raus, um den Becher zu bekleben. Dann könnt ihr den auch besser kippen, ohne dass da wieder was rausfällt. Ich habe mir auf jeden Fall schon mal so ein Stückchen Folie abgeschnitten und das werde ich jetzt hier einfach rundherum kleben. So, ihr seht, ich habe das Ganze jetzt erstmal hier so grob drum geklebt und schiebe jetzt hier die Luftblasen hier unten, der Rand, einmal zum Rand, dass das alles richtig schön glatt ist. Und jetzt schneide ich das einfach hier an den Rändern noch ab. Der Becher ist beklebt und jetzt habe ich das pinke Tape, damit setze ich jetzt noch ein paar schöne Akzente, weil so ganz einfach schwarz bin ich ein bisschen zu langweilig. Und jetzt noch ein paar coole Akzente mit dem Kreidestift. Damit kann man jetzt einfach hier was draufschreiben und wenn man möchte, dann ganz einfach wieder wegwischen. Und schon ist meine sommerliche Deko fertig. Für dieses coole Namensschild braucht ihr einmal ein Stück Papier. Ich habe hier schon mal ein rechteckiges genommen. Dann braucht ihr Washi-Tape oder anderes Tape, was sich gut von Papier wieder ablösen lässt. Und ihr braucht Filzstifte oder Buntstifte oder ihr könnt auch Wasserfarbe benutzen, das geht alles. Ich habe mir hier einmal die Regenbogenfarben rausgesucht, die muss ich jetzt noch in die richtige Reihenfolge bringen.
So, einmal den Verlauf von Rot über Orange, Gelb, Grün, Blau und dann dieser pink-lila Ton. Und ich starte einmal mit dem Tape und klebe mir hier die Buchstaben aus dem Tape zurecht. Ich habe jetzt also alle vier Buchstaben von Ninas Namen aufgeklebt und jetzt kommen die Filzstifte zum Einsatz und ich starte damit, dass ich hier mit dem N anfange und darüber male. So sieht das fertige Namensschild dann aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wenn so ist, natürlich Daumen nach oben dalassen und natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Dafür einfach unten den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren und dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Kids Club. Tschüss!